helfen. Ich darf hier nicht erwischt werden. Alter Hund, verzage nicht, denn schon bald werden wir kamen. Was wäre? Keine Sorge bedrückt dein Herz, nicht wahr, Parzival? Du sorgst dich nur um deine nächste Mahlzeit, wie ich dich beneide. Sein Hund und die große Weite. Irstan, Estrid meinte, du wärst hier. Eivor, Grundgütiger, du hast Eros Bogen gespannt und mich mit meiner wahren Liebe vereint. Haben deine Tane gefragt, wieso du Estrid nicht suchst? Sie haben gefragt, ja. Ich sagte, es wäre hoffnungslos und legte mich weinend da nieder. Ein hübsches Schauspiel. Das reicht vielleicht nicht. Na. Der Wind streicht uns sacht übers Gesicht und ich bin fernab von den tratschenden Türen Colin Casters. Lass uns jagen! Und was genau jagen wir? Einen Eber! Ein majestätisches Tier, nicht wahr? Mit wildem Feuer, flammenden Augen und tödlichen Hauern. Ich kannte einmal eine starke Schildmaid, die auf einem Eber in die Schlacht ritt. Sie nannte ihn Borstenblitz. Wie wunderbar, Skuril. Deine Geschichten sind wahrhaft hörenswert. Wir reiten nicht auf unseren Ebern, wir essen sie. Ein Festmahl zu Alfidas Ehren. Ein Festmahl für deine Geliebte? Birstan, wenn diese Täuschung aufliegt, nimmt dir König Elfred deinen Titel. Unser Bündnis wäre wertlos. Sei unbesorgt. Ich werde diskret sein. Wir speisen nur mit ein paar Freunden und Angehörigen in meiner Halle. Dort werden wir unsere Freundschaft besiegeln. Schon so bald nach dem Luchnasad? Wird man mich nicht erkennen? Nein, du bist nur irgendein Däne. Wer sollte sich bei all dem Chaos an etwas anderes als die Schreie der reizenden Estrid erinnern? Es sind deine Lande. Ich vertraue deinem Urteil. Wie geht es Alfida? Sie ist feurig. Wir haben unsere Liebe aus Jugendtagen neu entfacht. Selbst Ilurik ist eine willkommene Ergänzung. Er ist mir ein jüngerer Bruder und Sohn zugleich. Ach, ich werde ihm so vieles beibringen. Ja, hier ist es. Hier jagt es sich am besten. Komm! Die Tafel füllt sich nicht von allein!
schmecken. Eine Lende, die ihrer würdig ist. Ich werde das schmackhafte Mark auf deinen Knochen saugen, du Teufel in Schweinsgestalt. Komm, die Tafel füllt sich nicht von allein. Sieh dir das fette Schwein an. Es wird einen köstlichen Braten geben. Du wirst meiner Liebsten gut schmecken. Eine Lende, die ihrer würdig ist. Das schmackhafte Mark aus deinen Knochen saugen, du Teufel in Schweinsgestalt. Komm, die Tafel füllt sich nicht von allein. Das fette Schwein an. Es wird einen köstlichen Braten abgeben. Das sind wahre Bestien, aber lecker. Komm, die Tafel füllt sich nicht von allein. Ich werde das schmackhafte Mark aus deinen Knochen saugen, du Teufel in Schweinsgestalt. Du wirst meiner Liebsten gut schmecken. Eine Lende, die ihrer würdig ist. Komm, die Tafel füllt sich nicht von allein. Die Tafel füllt sich nicht von allein. Sieh dir das fette Schwein an. Es wird einen köstlichen Braten abgeben. Du wirst meiner Liebsten gut schmecken. Eine Lende, die ihrer würdig ist. Mein Bogenarm schmerzt. Wir waren nicht gut, Eivor. Eine gute Jagd, Birstan. Und genug für einen Tag, nehme ich an. Selbst meine Tane werden nicht hungern. Und die sind gefräßig wie Wölfe, die auf meine Leiche lauern. Dir mögen sie Kummer bereiten, doch mich haben sie unterhalten. Eine willkommene Abwechslung nach all den kriegerischen Jahls und schmutziger Politik. Du hast uns Frohsinn gebracht, Eivor. Danke. Ich danke dir aus tiefstem, von Freude erfülltem Herzen. Birstan,
Der Herzensjäger, der seine wahre Liebe im schwermütigen Hafen seiner Erinnerungen suchte und tatsächlich fand. Schön gesagt, mein Freund. Wirklich schön. Komm, Parzival, du glückloser Hund. Kaum einen Eber aufgeschreckt. Ich weiß gar nicht, warum ich dich überhaupt behalte. Wie lauten deine Pläne für deine Familie? Diese alte Liebe birgt viel Neues in sich. Alfida hat sich verändert. Das Mädchen, das ich einst liebte, liegt hinter Jahren der Mühsal verschüttet. Birstan, du hast versprochen, wir würden uns nie trennen. Nicht für einen einzigen wachen oder schlafenden Moment. Und schon jetzt schleichst du dich davon zur Jagd. Zum Wohle des Festes, meine Liebe. Wir schulden unserem Freund viel. Und ich schwor, diese Schuld mit Spanferkel und Ale zu begleichen. Schwester, hast du vergessen, wo du bist? Ich habe ein Recht darauf, glücklich zu sein, Elorik. Oder soll ich auf ewig das Kindermädchen spielen, du undankbarer Bengel? Glück, ja. Aber du beschämst dich jede Nacht, wenn du bei diesem geilen Bock liegst und schnaufst und schwitzt. Hüte deine Zunge. Sonst kommt so manches ans Licht. Was denn? Dass du zu diesem launenhaften Mann zurückgekehrt bist, der dich vor Jahren für ein fränkisches Liebchen versetzt hat? Dass er dann bei einem schlechten Luchnassat-Schauspiel von diesem Dänen entführen ließ? Sieh dich vor, Junge. Oder dass du dich von ihm begrapschen und ins Bett führen lässt, ohne eine Gegenleistung. Ganz Estsexe tuschelt schon. Er ist noch verheiratet. Seine Frau ist frisch entführt und du bist nicht mehr als seine... Ich schenkte ihm einen Sohn, undankbarer! Sohn? Alfida? Bitte, mein Junge, ich... Das werde ich dir nie vergeben. Niemals! Oh Herr, welch frohe Kunde! Gott lächelt auf uns herab! Estrid wurde von Elfreds Männern gefunden. Sie sind unterwegs, sie zu retten. Ich lasse nicht zu, dass unser Plan misslingt. Nichts ist dir gewiss, bis sie im Frankenreich weilt. Ich kümmere mich darum. Und wenn ich dich einmal rufe, wirst du kommen. Darauf kannst du dich verlassen. Ich wollte es dir sagen. Schon so oft. Still, mein Engel. Gräme mir dich. Gott ist mit mir!
Estrid ist der Freiheit so nah. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wir wissen, wo sie sind. Nein, denn... Elfreds Männer sind auf dem Weg! Was? Wie kann das sein? Lok, bleib bei Estrid. Schütze sie mit deinem Leben. Ohne sie ist alles verloren für uns und Birstan. Komm, Herren! Sie dürfen dich auf keinen Fall zurückbringen! Hose! Lok! Bei Odin! Nein! Gebt die Frau heraus, Dänen! Wenn sie unverletzt ist, lassen wir euch vielleicht leben! Oh!
Estrid, ich versprach dich aus deinem Leben in West Saxe zu befreien. Das Land der Franken erwartet dich. Geh mit Aegis Segen. Du wirst mir fehlen, Eivor. Ist der Winter vorüber, folgt der Sommer und wird dich in ein Kleid aus Blumen hüllen. Denn du bist die Schönheit und sollst nicht vergehen. Göttin Freya, gib mir mehr davon. Komm, pass gut auf sie auf, tapferer Rolf. Sollte es euch erneut nach Engelland verschlagen, erwarte ich euch in meiner Halle. Gut, sie sind sicher. Ich habe meinen Teil der Abmachung eingehalten. Estrid reist ins Frankenland. Ich sollte zu Randvi zurückkehren. Hallo. Soll ich dir etwas schmieden? Guten Tag. Bist du nur kurz weg oder verreist und hat das nicht erwähnt? Ich bin Rima. Gunnar ist ein Freund von mir. Er bat mich, sein Geschäft zu führen, während er fort ist. Schön, dich kennenzulernen. Es ist seltsam, Gunnar nicht in seiner Schmiede zu sehen. Also, soweit ich weiß, hat er einen triftigen und schönen Grund für seine Abwesenheit. Und somit bin ich hier. Wenn Gunnar dir vertraut, werde ich das auch. Dann hast du wohl einen guten Geschmack. Sieh dir an, was ich hier habe. Was kannst du mir heute anbieten? War es das? Zeig mir, was du anzubieten hast. Fertig? Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Leb wohl, Eivor. Es war kein Abfall und ich wollte es noch benutzen. Randvi, was ist los? Noch ein Streit, fürchte ich. Und Holmgeir scheint wieder der Auslöser zu sein. Wirst du ein Urteil sprechen? Urteile obliegen dem Jarl. Das ist wieder Sigurds Aufgabe. Er weigert sich, sein Quartier zu verlassen. Nur du kannst ihn würdig vertreten. Ich weiß nicht. Das steht mir nicht zu. Bitte, nur bis Sigurd zu alter Stärke zurückgefunden hat. Gut, dieses eine Mal. Gudrun? Holmgeir, tretet vor. Ihr werdet eure Sicht schildern und ich werde euch anhören. Ich fälle so schnell es geht ein Urteil. Gudrun, sprich du bitte. Ich wurde bestohlen, Eivor. Mein Eigentum wurde zerstört. Vor 3 Tagen bemerkte ich, dass ein Segeltuch fehlte. Ich suchte in der ganzen Siedlung danach. Als ich an Holmgeirs Haus vorbeikam, sah ich es. Ausgestellt und, was noch schlimmer war, kaputt und voll mit Kritzeleien. Lügen, Verleumdungen! Holmgeir, Ruhe! Du kennst die Regeln dieser Verhandlung ganz genau. Nun, Gudrun, was hast du getan, nachdem du das Segeltuch entdeckt hattest? Ich habe ihn zur Rede gestellt und Silber verlangt. Denn ein Segel voller Zeichnungen kann ich nicht verkaufen, oder? Ich wollte nur den Wert des Eigentums, das man mir entwendet hat. Doch er weigerte sich. Also nahm Holmgeir, was dir gehört und beschädigte es. Nun willst du für das Tuch bezahlt werden. Verstehe ich das richtig? So ist es.
Holmgir, wie verteidigst du dich? Vor einigen Tagen fand ich einen Berg von vom Schimmel zerfressenem Müll am Anleger und nahm, was ich tragen konnte. Ich wollte es als Leinwand nutzen, verstehst du? Als Grundlage für meine neueste Arbeit. Das Segeltuch war in schlechtem Zustand und so nahm ich auf den ersten Blick an, nun ja, man hätte es eben weggeworfen. Ich verstehe. Ich verfolgte hehre Ziele, Eivor. Wäre ein Dieb so dumm, die Früchte seiner Tat auszustellen? Wohl kaum. Und doch steht sie hier und behauptet, ich hätte ihr Eigentum gestohlen und zerstört. Dabei nahm ich nur Müll mit. Unsinn. Mein einziges Verbrechen ist wohl, dass ich etwas Hässliches mit neuem Leben erfüllt habe. Aha. Du denkst, Gudrun hätte etwas weggeworfen und fordert nun unrechtmäßig Ersatz. Ganz genau. Ja. Gudrun, sprich du bitte. Ich wurde bestohlen, Eivor. Mein Eigentum. Ich suchte in der Galt sicher noch... Lügenver... Holmgir, Ruhe. Du kennst ihn. Nun, Gudrun, was hast du getan? Ich habe ihn zur Rede. Ich wollte nur... Also nahm Holmgir, was dir gehört. So ist es. Es reicht. Ich habe genug gehört. Ich hätte das Tuch verkaufen können. Holmgir hat mich meiner zukünftigen Gewinne beraubt. Es war Müll. Doch jetzt ist es Teil von etwas Größerem. Wenn überhaupt, habe ich seinen Wert erhöht. Du solltest mir danken. Oh, ich werde dir zeigen, wie dankbar ich bin. Ruhe, lass mich sprechen. Nach reiflicher Überlegung komme ich zu dem Schluss... Was geht hier vor sich? Was machst du? Holmgir und Gudrun liegen im Streit. Ich suche nach einer Lösung. Diese Pflicht obliegt mir, Eivor. Das weißt du. Geh beiseite. Du warst nicht hier, Bruder. Ich wollte dich nicht stören. Eine schwache Entschuldigung für deinen Ungehorsam. Ich hoffe, du hattest Spaß. Hast du fertig gesungen, verehrter Skalde? Mein Jahr. Wie gesagt, ich war... Halt! Es reicht. Ich habe genug gehört, um ein Urteil fällen zu können. Schon seit ich dich kenne, hast du Worte zu Lügen gesponnen, Holmgir. Du schwächst den Verstand der Kinder und vernebelst den Geist der Männer. Ich war viel zu lange gnädig mit dir. Und statt dich mit unterwürfiger Sanftmut zu bedanken, sinkst du als Holmgir der Lügner noch tiefer. Nun bist du Holmgir der Dieb und bringst eine Frau um ihre Lebensgrundlage für deine dummen Geschichten. Ja, Sigurd, nein, das ist nicht... Dies ist die Konsequenz deiner Taten. Du wirst Gudrun den 30-fachen Wert ihres Segeltuchs begleichen. 30-fach? Du scherzt sicher. Das wäre mein Ende, Sigurd. Sehe ich aus, als würde ich scherzen, Holmgir? Wähle Schuld oder die Verbannung. Großer Jarl, wenn ich darf. Ich möchte nur ein einziges Segeltuch ersetzt haben. Der Rest ist... 30-fach. In Silber. Das ist mein Urteil. Eivor, bitte. Wäre das nicht ungerecht? Sigurd ist unser Jarl. Sein Wort ist Gesetz. Auch ohne deine Zustimmung. Siehst du? Natürlich, mein Jarl. So muss es sein. Vergib meine Missachtung. Hab Dank, dass du uns angehört hast. Du sorgst dafür, dass meinem Urteil Folge geleistet wird. Und sollte ich noch einmal benötigt werden, weck mich. Mein Stern.